Unter den Großstädten der Bundesrepublik ist Oldenburg in Oldenburg eine der jüngsten. Zwar ist der oldenburgische Staat in einen Verwaltungsbezirk Niedersachsens umgewandelt worden, die Bedeutung seiner früheren Hauptstadt wurde dadurch aber nicht beeinträchtigt. Die Entstehung der Stadt um die Jahrtausendwende herum und ihre Entwicklung in den folgenden Jahrhunderten waren eng mit dem Fürstenhause verbunden. Von ihrem Ursprung, der Oldenborg, an der Mündung der Haaren in die Hunte, sind kaum noch Spuren vorhanden. Wie in vielen anderen Fällen, so siedelten sich auch hier im Schutze der Burg immer mehr Einwohner an, sodass sie sich bald zu einer Festung entwickelte, die von Wall und Graben umgeben war. In dem begrenzten Raum mussten sich die Häuser eng zusammendrängen. Vor den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges wurde die Stadt bewahrt. Die Überlieferung berichtet, dass an einem sonnigen Tage das Heer Tillys bei Wardenburg vor den Toren der Stadt lagerte und ein Abgesandter des Grafen Anton Günther die prächtigsten Oldenburger Pferde übergab. Dadurch wurde Tilly zum Abzug bewogen. Dieses zeitgenössische Gemälde zeigt den Grafen Anton Günther. Im Jahre 1776 vernichtete ein großer Brand den größten Teil der Stadt. Nur wenige mittelalterliche Gebäude blieben erhalten, darunter das Haus de Gode, die Gertrudenkapelle, die Hofapotheke und das Wahrzeichen der Stadt, der Lappan. Die Bronzestatue des Großherzogs Peter Friedrich Ludwig blickt hinüber zur Fassade des Schlosses, das ab 1607 an der Stelle der mittelalterlichen Burg errichtet wurde. Im Oldenburgischen Stadtmuseum finden Ausstellungen moderner Kunst statt. Die Kunst- und Kulturgeschichtliche Abteilung zeigt alte Möbel, Zinn- und Messinggerät und zeitgenössische Gemälde. Auf einem dieser Gemälde das Lieblingspferd des Grafen Anton Günther, das den Namen Kranich trug. Vor 1918 wurde der Besucher auf Schritt und Tritt daran erinnert, dass er sich in einer Residenz befindet. Man reiste mit der großherzoglichen Eisenbahn, man spazierte im großherzoglichen Schlossgarten über den Paradewall und sah vor der Hauptwache die Posten stehen. Heute ist hier die älteste Sparkasse der Welt untergebracht. Der Schlossgarten und die aus der gleichen Zeit stammenden Gebäude erinnern besonders an die Zeiten der Residenz. Auch das Großherzogliche Theater ist Zeuge einer längst vergangenen Epoche. Im Jahre 1958 feierte es sein 125-jähriges Bestehen. Hör auf, mit deinem Gram zu spielen, der wie ein Geier dir am Leben frisst. Die schlechteste Gesellschaft lässt dich fühlen, dass du ein Mensch mit Menschen bist. Willst du mit mir vereint deine Schritte durchs Leben nehmen, will ich mich gern bequemen, dein zu sein, auf der Stelle. Ich bin dein Geselle. Und mach ich dir's recht, bin ich dein Diener, bin dein Knecht. Und was soll ich dagegen dir erfüllen? Der räumliche Umfang der Stadt wurde durch Eingemeindung von Vororten stark erweitert. Bis 1945 stieg die Einwohnerzahl auf 75.000. Als dann unabsehbare Flüchtlingsmassen in die abermals vom Kriege verschont gebliebene Stadt strömten, wuchs die Einwohnerzahl auf 125.000. Oldenburg wurde über Nacht Großstadt. Meine Herren, wir müssen jetzt noch zu erreichen versuchen, diesen großen Grünanger mit dem Landschaftsschutzgebiet in Verbindung zu bringen. Wenn uns das gelingt, dürfte eine Idealbebauung gelungen sein. Die Stadtverwaltung stand jetzt vor ungeheuren Aufgaben. Die Neubürger mussten nicht nur Wohnungen, sondern auch Arbeitsplätze erhalten. Da die Größe des Stadtgebietes der der Stadt Stuttgart entspricht, konnten neue Stadtteile aus der Erde wachsen. Um zusätzliche Mittel für den Wohnungsbau zu bekommen, entschloss sich der Rat der Stadt, eine Wohnraumabgabe zu erheben.
Auch mit diesen Geldern wurde das bisherige Bild der Wohnstraßen merklich verändert. Es entstanden die ersten großen Wohnblocks. Viele tausend Menschen gehen täglich durch die Straßen der Stadt. Aber nur wenige nehmen sich die Zeit, einmal einen Blick auf die Giebel der alten Häuser zu werfen. Sie atmen noch die Atmosphäre aus der guten alten Zeit. Hier das ehrwürdige Alte und daneben bereits das moderne Neue. Für die Umgebung bilden die Schulgebäude architektonische Mittelpunkte. Wie ihr wisst, kann man aus Schmutzwasser Trinkwasser herstellen. Diesen Vorgang wollen wir im Versuch zeigen. Dazu erhitzen wir das Wasser und kondensieren den Dampf mit einem Kühler. Auch Kinderspielplätze und Grünanlagen gehören zum gewohnten Stadtbild. Einheimische und Flüchtlinge trugen in den ersten Jahren des Zusammenlebens manche Meinungsverschiedenheit auf den Tisch des Stadtrates. Sie befruchteten damit ständig den Aufbauwillen. Neue Betriebsstätten, Bürohäuser, öffentliche Gebäude und der Bau der Weser-Ems-Halle legen davon Zeugnis ab. Hier treffen sich Stadt und Land bei Viehauktionen, Ausstellungen, Konzerten und anderen Veranstaltungen. Kulturarbeit wird in der Brücke der Nationen ergänzt. Hier liegen Zeitungen und Zeitschriften aus aller Welt, zugänglich für jedermann. Für die Jugend gibt es gute Bücher. Vortragsabende dienen der Weiterbildung aller Bevölkerungskreise. Nach Kopenhagen zählt man in Oldenburg die meisten Radfahrer. Zwei für die Stadt wichtige Verkehrsverbindungen, die Eisenbahn und der Küstenkanal, bilden gleichzeitig für den inneren Stadtverkehr die größten Hindernisse. Am Pferdemarkt sind die Schranken 8 Stunden am Tag geschlossen. Das gleiche Bild findet man auch vor den beiden Hubbrücken. Auch der Durchgangsverkehr der Bundesbahn wird zeitweilig unterbrochen. Vor der Schleuse stauen sich die Schiffe, die den Oldenburger Hafen den Stau anlaufen.
Zeiten war Oldenburg Garnisonstadt. Heute beheimatet sie einen Fliegerhorst der Bundeswehr. Erwägungen und da auch das Verkehrsproblem für den Neubau gelöst ist, schlage ich vor, dass das Hallenschwimmbad nach den Ratssitzungen gibt es in jeder Stadt. Nur gibt es überall andere Sorgen und Probleme. Oldenburg beherbergt zwar die größte Fleischwarenfabrik Deutschlands, doch ein Rathaus, das 1886 zu klein war. Die Stadtverwaltung ist in 18 Rathäuschen untergebracht und in der ganzen Stadt verteilt. Ein neues Rathaus wäre schon wünschenswert und notwendig, doch gibt es im Augenblick noch wichtigere Beschlüsse zu fassen. Ich danke Ihnen für die Zustimmung zum Bau des Hallenschwimmbades. Die Stadt, der in der Vergangenheit nachgesagt wurde, dass sie träume, ist heute erfüllt von geschäftigem Treiben. Lyrisch gestimmte Menschen nennen sie dennoch eine idyllische Gartenstadt. Darin kommt wohl am besten zum Ausdruck, dass Vergangenheit und Gegenwart eine gute Verbindung eingegangen sind. Menschen aus ganz Deutschland haben Teil daran.